Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, Mr. T. Heute zum Thema, wann trainiere ich am besten, welche Tageszeit ist die beste, wann kann ich trainieren. Grundsätzlich ist es so, dass man hier auch nicht unbedingt eine pauschale Aussage raushauen kann. Es gibt nur ein paar Grundregeln, die man einhalten sollte. Weil jeder Mensch natürlich auch einem gewissen Zeitmuster unterliegt. Es nützt ja nichts zu sagen, pass auf, die optimalste Zeit fürs Training wäre morgens zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr oder nachmittags zwischen 14.30 Uhr und zwischen 16 Uhr, wenn ich in der Zeit arbeiten muss. Was nützt mir diese Aussage? Relativ wenig. Wichtig wäre, ganz einfach, dass ihr mindestens, das ist ein absolutes Minimum, eine Stunde vor dem Training das letzte Mal was gegessen haben sollen. Es sollte keine große Mahlzeit sein, es sollte keine schwerverdauliche Mahlzeit sein. Ansonsten habt ihr ein Problem im Training. Warum? Ganz klar, weil natürlich eben hier der Verdauungsprozess am Laufen ist, die natürlich eine ordentliche Menge Blutvolumen eben für den Verdauungsprozess im Bereich des Bauches, für sämtliche Organe, die an der Verdauung beteiligt sind, aktiv sind. Und somit fehlt euch natürlich dieses Blut in der Muskulatur, in der trainierten Muskulatur und vor allem hier oben im Brain, im Gehirn. Somit macht das relativ wenig Sinn. Nach dem Training, unmittelbar nach dem Training, würde ich auch nicht gleich essen, sondern erstmal so eine halbe Stunde warten. Unmittelbar nach dem Training ein schönes Protein trinken, ein Whey-Protein, ein Stückchen Obst dazu und eine halbe, dreiviertel Stunde später kann dann gerne das Essen kommen. Warum? Weil natürlich nach dem Training habt ihr eine hohe Zirkulation noch in der Muskulatur. Der Körper möchte sich erstmal beruhigen und nicht gleich alles Blut wieder für den Verdauungstrakt abziehen. Das fühlt sich in der Regel auch gar nicht so gut an. Zusätzlich noch eine Info. Zu spät abends trainieren, zu spät abends, 20, 21, 22 Uhr, ist für den einen oder anderen sehr, sehr schwierig, wenn er morgens um 6 raus muss, aus dem einfachen Grund. Durch das Training, durch die erhöhte Sauerstoffaufnahme, durch die verstärkte Zirkulation des Blutes auch im Gehirn, ist eigentlich der Körper nicht programmiert auf Einschlafen. Euren Körper geht in den abendlichen Stunden, wenn es auch draußen ein bisschen dunkler wird, geht er natürlich her und stellt sich auf Schlafen ein. Er bereitet das Schlafen vor. Und jetzt kommt ihr nochmal mit einem heftigen Training vorm Schlafen und wollt danach schlafen gehen, es geht nicht. Das heißt, ihr könnt nicht einschlafen, ihr geht sehr spät dann ins Bett, wenn ihr nicht einschlafen könnt, oder ihr legt euch ins Bett und stellt fest, ihr seid laufend wach, dreht euch von rechts nach links, wisst aber, ihr müsst einschlafen, weil ihr sonst nur 4-5 Stunden Schlaf habt. Das ist nicht besonders förderlich für euch, weil ihr dann nicht mindestens 7-8 Stunden Schlaf braucht, das wisst ihr. Deswegen ist es ganz gut, dass man natürlich auch mindestens 3-4 Stunden vor der Bettruhe das Training beendet, um dem Körper nicht auch die Chance zu geben, dass er sich auf Schlafen einstellen kann. Das frühmorgendliche Training ist auch für den einen oder anderen nicht förderlich oder nicht besonders erfolgreich. Ganz klar, weil natürlich der Körper unmittelbar nach dem Aufstehen eine gewisse Zeit braucht, bis er aktiviert ist. Manche können nüchtern trainieren, manche können nicht nüchtern trainieren. Ich kann nicht nüchtern trainieren, wenn ich Kraft trainiere. Ich muss vorher was essen, entsprechend dessen muss ich eine Stunde vor dem Training morgens noch nicht gegessen haben. Das muss man hinkriegen. Entsprechend dessen bin ich natürlich früher aufsteher, weil ich persönlich sehr gern morgens trainiere, weil ich bedingt durch die Businesszeit erst abends 20 Uhr, 20.30 Uhr in der Regel Feierabend habe und ich natürlich früh zu Bett gehe bin und somit würde bei mir genau das zum Tragen kommen, dass ich zu spät trainiere und das ist für mich nicht gut. Entsprechend dessen gehe ich morgens trainieren, stehe früher auf, stehe meistens um 5:45 auf, 5:30 zum Teil, frühstücke und bin dann um 6:45, 7:00 Viertel nach 7, nachdem wie der Business-Tag beginnt, bin ich im Training. Wer sich so arrangieren kann, ist auch eine Möglichkeit. Auch hier ganz klar die Aussage, probieren geht über studieren. Hier zu sagen, du musst, du kannst, du sollst, ist schwierig, weil das muss jeder für sich herausfinden. Auch natürlich abhängig von seinem Zeitmuster, was er hat. Und ganz klar die Ansage, mindestens eine Stunde vor dem Training, nichts mehr essen. Trinken kein Problem, nichts mehr essen, aber auch so ein Kohlenhydrat trinken unmittelbar vom Training macht auch keinen großen Sinn. Eine Banane essen, eine Stunde für eine halbe Stunde für einen Apfel essen oder eine halbe Stunde für eine Banane essen, ist noch ganz gut, aber unmittelbar 5-10 Minuten vorher so ein Malodextrin trinken macht in der Regel auch keinen Sinn, weil es euch den Blutzuckerspiegel erst noch rum und nach unten hauen, dann seid ihr saumüde im Training, bringt überhaupt gar nichts. Genauso ist es, wenn eine halbe Stunde vor dem Training richtig groß ist, ihr werdet keine große Trainingsleistung bringen, das könnt ihr vergessen, das wird nichts werden. Natürlich optimal wäre natürlich eben 2 Stunden vorher sogar einer. Bis zwar schon vorher, aber das muss man natürlich auch zeittechnisch hinkriegen, sodass man natürlich auch seine Nährstoffe, die man benötigt, über den Tag verteilt und somit Stunde vorher mindestens nichts mehr essen, wenn dann auch was leicht verdaulich ist, eine Stunde vorher.
Ich hoffe, das waren die wichtigsten Fakten für euch. Ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Morgens, nachmittags, abends, wer sich es einteilen kann, ganz klar, gute Phase, gute Trainingsphase ist morgens 4 Stunden nach dem Aufstehen. Es ist nachmittags, wer sich es einteilen kann, 14.30 Uhr, 15 Uhr bis 17, 17.30 Uhr. Das sind ganz gute Hochleistungsphasen vom Körper, wo man nicht Leistung erbringen könnte, jetzt mal vom Biorhythmus. Aber wie gesagt, was nutzt mir der Biorhythmus, wenn ich zu der Zeit arbeiten muss? Und somit gibt es eben noch diese Ansage, entweder morgens, dass man nicht zu spät ins Bett kommt. Vorteil natürlich auch morgens, ich sage es ganz leise, es sind nicht so viele Leute im Fitnessstudio. Abends ist ja teilweise manche Studios so voll und so eine schlechte Luft, dass es echt schwierig ist, hier ein sauberes Training abzuliefern. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wäre schön, wenn der eine oder andere ein bisschen Rücksicht darauf nimmt. Und das war's schon gewesen. Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T.